محمد يا رسول الله محمد يا حبيب الله محمد يا رسول الله يا حبيب الله يا نبي الله. Über den Bruder Pierre Vogel, jetzt hast du irgendwas gehört, wie geht's ihm jetzt? Weil über ihm hat man jetzt die Woche gar nichts gehört, außer gestern das Telefonat, was wir gestern kurzfristig noch mitbekommen haben. Ja, Alhamdulillah, der Pierre ist am Freitagabend, glaube ich, oder Nachmittag wiedergekommen. Er war mehrere Tage im Ausland, auf Dauertour im Ausland. Und Alhamdulillah, er ist jetzt auf dem Weg, glaube ich, auch schon. Darf ich noch kurz stören? Hat er im Ausland genauso die Probleme wie hier oder ist das da noch was lockerer? Nee, also im Ausland ganz im Gegenteil. Also, ich muss sagen, nach dem, was ich jetzt bis jetzt erfahren habe oder gehört habe, er wird sehr, sehr gut behandelt und respektiert. Haben jetzt eigentlich die anderen Gemeinden auch mal was gesagt? Die anderen muslimischen Gemeinden, der Zentralrat der Muslime, haben die sich mal gemeldet, mal zu diesem Thema mal endlich mal irgendwie zu einem Punkt zu kommen? Nee, nur, dass sie sich immer alle distanzieren wollen. Ja. Dass ich die Frage stelle, wovon sie sich distanzieren wollen. Ja. Ich habe kürzlich einen Artikel gelesen, dass sich die Gemeinde, ich weiß gar nicht, ob das die DITIB-Gemeinde war oder irgendeine türkische Gemeinde hier in Koblenz, dass sie sich ja auch distanzieren von dem ganzen Vorhaben hier. Ja. Die Frage, die wir uns immer stellen, ist, vor was sie sich distanzieren. Also leben die irgendwie in anderen Islam, den Euro-Islam vielleicht, oder? Das ist die Frage. Also die Frage ist, ob sie sich davor distanzieren, dass wir sagen, dass der Terrorismus keinen Platz in egal welche Religion hat und vor allem nicht im Islam. Ich weiß nicht, ob sie sich davor distanzieren, dass wir sagen, Ehrenmord, Zwangsheirat hat nichts mit Islam zu tun, oder dass wir die Menschen dazu aufrufen, sich vorbildlich in diesem Land zu benehmen, niemandem Schaden zuzufügen und auch einen Nutzen für diesen Gesellschaft. Aber mit dem brauchst du nichts zu diskutieren, den kannst du vergessen. Nein. Er will nichts wissen von Christen. Da müssen die an den kirchlichen Tag, evangelisch, katholisch. Nein, ich habe Islamwissenschaften studiert und ich würde gerne noch fragen. Dann wären sie auch zum Islam übergegangen. Na, warum? Wenn sie studiert hätten, wenn sie genau vom Islam gewusst hätten, wären sie zum Islam übergetreten. Sie sind Christ. Und was ist das Problem? Christ. Jesus wird Gott, und vergießt sein Blut für die Menschheit. Jesus hat es nötig. Jesus ja, und Gott hat es ja nötig. Nein, Mohammed hat nötig, eine Frau 6 Jahre alt zu heiraten. Nein, nach den neuesten Wissenschaften. Nach den neuesten Rechten. Es gibt vielleicht Frauen, die genutzt werden. Aber trotzdem, die Mehrheit der Frauen macht es freiwillig. Bruder Sabri. 6 Jahre und 9 Jahre. Das ist hier laut deutscher Freiheit. Sie sagen nicht, Deutschland frei ist. Kein Problem, kein Problem. Also theoretisch müsste jetzt hier Geschlechtertrennung sein, ne? Müsste, ne? Ja, aber ist doch nicht, oder? Haben wir gerade also ist doch das Schild unnütz. Nein, das Schild ist ja nicht unnütz. Ja, hier sind doch Frauen. Wie steht, guck mal hier. Guck mal, ich zeig dir das. Guck mal hier. Ich stehe hier neben einer Frau. Keine Geschlechtertrennung. Genau. Guck jetzt einfach bin ich wieder mal, weg. Guck mal auf deiner Internetseite, da steht. Ja, aber guck mal hier. Hier stehe ich, guck mal, neben einer Frau. Auf deiner Internetseite steht, dass die Frauen die möglichst abseits von den Männern stellen. Aber guck mal, die steht doch hier neben mir von ihm. Aber steht noch heute bei Perfekt. Ich stehe auch eben gerade neben mir. Aber Geschlechtertrennung, das ist ja kein Zwang, das war nicht freiwillig. Ich stehe neben mir. Das ist ja kein Verschwörung. Aber glaub mir, sie ist für mich wie Schwester. Sie ist für mich eine Abschiedsgeschichte. Ich habe kein schlechtes Auge, keine schlechten Gedanken für sie. Das ist Hauptsache, das wird gezählt. Was wird deine Lohnabrechnung sein, wenn du unten gehst, wenn du stirbst? Lohnabrechnung jeden Monat, wir machen doch also vor. Was ist deine Lohnabrechnung? Meine Lohnabrechnung? Ja, wenn du was wird die Antwort geben von Jesus? Das weiß ich nicht. Das wirst du nicht wissen und ich weiß das nicht. Das weiß nur einer, der da oben entscheiden kann. Ne? Einer kann das entscheiden. Ob du als guter Moslem die gleiche Abrechnung kriegst wie ich als ungläubiger Christ. Wir sind alle Menschen zuerst. Weil ich als ungläubiger Christ vielleicht viel mehr getan habe. Wie du. Du trägst das gleiche Blut wie ich. Dein Blut ist nicht anderes Farbe. Der eine ist nach Jüdisch.
Bruder, komm wieder zurück zum Islam. Komm wieder zurück zum Islam. Bruder, es gab in der Bibel stehen 4 Evangelien, es gab über 15. Wo sind die restlichen? Hat er? Sahih 300 Jahre nach Mohammed geschrieben. Bitte den Papst. Ich sage, natürlich. Grüß dich! Ja. Bist du von PI News? Nee, ne? Nee, ich bin von der Rheinzeitung. Sehr gut. Und? Kannst du mir einen Gefallen tun? Bitte nicht Salafisten nennen, sondern Muslime. Ne? Und wir haben das die Zeitung noch nicht gerafft, dass wir alle Muslime sind nicht und Salafisten nennen. Vielleicht machst du es ja diesmal besser. Ja. Ich weiß gar nicht, was Salafisten sind. Du bist cool. Ja, aber die Medien schreiben es ja überall, verstehst du? Ja? Ja, ja, ja. Und jetzt ist keiner Salafist genannt. Frag mal jeden. Darf ich mal was fragen? Bist du Salafist oder Muslim? Alles klar. Ganz einfach. Die Medien nennen uns Salafist. Weil sie kennen, was sie wenigstens fragen. Ja? Ich meine, wir sind ja die jüngere Generation. Ja? Wenn ich ja die ganzen anderen Säcke da sehe, vom SWR und sonst was, ne? Die haben schon ihre vorgefertigte Meinung. Ja, man sollte sich schon ein bisschen Zeit nehmen zum Recherchieren. Ein bisschen. Ja, mindestens halb. Mann, das ist ein Tag, du wieder. Ey. Servus. Ach, du bist doch der Islamwissenschaftler vom SWR3. Also du sollst dich mal echt schämen, du. Schäm dich echt. Nee, das, was du da erzählt hast, wenn du Islamwissenschaftler bist, ja? Warum nennst du uns Salafisten? Wir sind Muslime. Raff das doch mal endlich. Ne? Das war ziemlich scheiße von dir, was du gemacht hast. Tut mir leid, wenn ich den Begriff hier reinschmiss. In der Tat tritt Abu Hamza alias Pierre Vogel radikal auf. Er bekennt sich zum Salafismus. Was das für ihn bedeutet, erklärt er in zahllosen Videobotschaften. Da geht es unter anderem um die Rechtfertigung der Steinigung. Wenn Allah befiehlt, dass ein verheirateter Ehebrecher und eine Ehebrecherin gesteinigt werden, was ist dann? Dann ist das richtig, dass derjenige, der diesen Befehl bekommen hat, wie der Prophet Muhammad a.s., dass er das macht. Wir haben nicht von der Rheinischen Post kritisiert, dass sie beispielsweise sagen, dass wir die Scharia besser finden als das Grundgesetz. Nee, das haben wir nicht gesagt. Das ist ja die Tatsache. Wenn da so der ein oder andere junge Mensch dazu hört, ohne sich da ein eigenes Meinungsbild zu schaffen oder ohne, dass man ihm vielleicht da das Ganze mal erläutert, dann könnte da durchaus schon ein seelischer oder geistiger Schaden bei diesem jungen Menschen eintreten. An der Uni Mainz hat sich der Islamwissenschaftler Michael Rohr-Schürmann in seiner Doktorarbeit ausführlich mit dem Prediger befasst. Er predigt nicht Gewalt gegen Andersgläubige, aber er bereitet den Boden dafür, dass andere das tun können. Das heißt, der erste Schritt in einem, sei es ein religiöser oder ein ethnischer Konflikt, ist immer, dass man Gruppengrenzen zieht. Und das ist das, was er tut. Er zieht eine Grenze zwischen den Muslimen und den anderen, die er dann als Kuffar, als Ungläubige bezeichnet. Haben die das wieder zurechtgeschnitten? Oder nee, ich verstehe alles falsch. Also, ne? Pass auf. Wollen wir uns vernünftig unterhalten? Oder ist okay, ja, ich bin ja ruhig. Nein, wir können uns ganz vernünftig darüber unterhalten. Also ist schon klar, dass ihr euch natürlich als
Muslime versteht, aber eure Positionen sind doch eher salafistisch, würde ich mal sagen. Alle Muslime folgen den Koran, na? Und der Sunna und den Gefährten. Und den Gefährten, ja. Ach ja, natürlich. Ja? Was ist denn das sind doch die Salaf, ne? Ja, die erste Generation. Also wer jetzt die Typ, könntest du ja auch Salafisten nennen, oder? Die vertreten ja wohl auch eher einen türkischen Staatsislam. Und die Schia hat ja wohl ein bisschen Schia andere Hadiths, nicht wahr? Also da schmeißen wir jetzt gerade ein bisschen was durcheinander. Aber hör mal zu, du kennst dich ja mit dem Islam, du hast dich ja mit Pierre Vogel in dem Video sehr gut auseinandergesetzt. Oder mit den vielen Videos, ja? Also laut dem Bericht. Natürlich. Hast du ein Hassvideo gefunden? Was habe ich in dem Bericht gesagt? Nein, ich frage, guck mal, du kannst mich duzen, ja. Ich duze ja, dich. Gut. Hast du ein Hassvideo gefunden? Was habe ich gesagt? Pierre Vogel predigt keine Gewalt. Das habe ich gesagt. Und Hass. Und Hass. Was? Gibt es ein Hassvideo? Gibt es ein Hassvideo? Das ist immer Hass. Man sagt immer, ich habe nie gesagt, Pierre Vogel ist Hassprediger. Gibt es ein Hassvideo? Wer sagt das denn, Hassvideo? Wer sagt das denn? Ihr sagt das, die Medien. Wollt ihr mich jetzt bekloppt machen? Zeitungen, Fernsehen. Schmeißt ja? Alle in einen Sack hier. Und wenn sie mit mir reden, Hände aus der Hose. Also, okay. Ja? Mein Chef sagt Hände aus der Hose, wenn du mit jemandem redest oder arbeitest. Es gibt hier einen Scheißtag, ob ich die Hände in der Hose habe. Ja, nicht so gewalttätig. Ja? Das ist Sie Respekt. Sind doch gewalttätig. Gewalt, ja. Hier habe ich meine Bombe. Sie wollen mir vorschreiben, wie ich hier aufzutreten habe. Das können Sie nicht. Ja, sie wollen uns vorschreiben, wie wir hier zu leben haben. Sie wollen uns irgendeinen Euro-Islam hier aufdrücken. Den wollen wir nicht. Ja? Du sagst jetzt so ein Käse. Ja, ist ja gut. Sie arbeiten nur mit Gegenprovokation. Ja. Nein, aber guck mal, du bist ja hier der Islamkenner. Ja? Nein. Glaubst du, wir sind hier gewalttätig? Wir wollen hier dieses System stürzen? Glaubst du das wirklich? Wer sagt das denn? Genau. Also die Medien, also guck mal, warte, hast du den Bericht mal reingezogen von Spiegel TV? Fandest du den objektiv korrekt? War alles super, was die da berichtet haben? Naja, ich würde sagen, der Herr von Spiegel TV war nicht so optimal vorbereitet. Dankeschön. Ja? Oh, wow. Ja, Dankeschön. Ja? Aber worüber diskutieren wir eigentlich gerade? Nein, ihr redet ja immer, dass wir hier schlecht sind, ja, dass wir hier irgendwie Gewalt verherrlichen. Ja. Was ist denn so schlimm daran, was wir hier machen? Was ist denn so schlimm? Was gefällt dir denn persönlich nicht, aus deinem eigenen Gefühl her? Ich habe überhaupt keine moralische Stellung dazu. Aber wenn du jetzt von der Kamera, also von den Journalisten befragt wirst, dann wie letztens, meine ja? Meinung dazu. Ja, aber die hört sich mehr so eher kritisch an. Ja, so könnte, aber nicht ist, jetzt könnte. Ich würde sagen, ich finde Pierre Vogel toll, das wird euch natürlich besser gefallen. Nein, aber die Medien, nein, kritisch, du sollst hier keinen toll finden. Es geht aber um Auslegung angeht. Also predigt der einen komplett falschen Islam? Die ist ja 1400 über 1000. Ich würde sagen, die ist schon ein bisschen neu. Was ist denn daran neu? Das kannst du jetzt. Was ist denn daran neu? Ja. Also bitte. Ja? Ja. Ihr verwerft, würde ich mal sagen, 1400 Jahre islamische Geistesgeschichte. Verwerfen wir? Ja, natürlich, wenn ihr recht schreibt. Guckt ihr mal, wie manche Menschen aussehen. Die laufen so noch rum wie ihr vor 1400 Jahren. Ja? Siehst du mich? Schön. Wie vor 1400 Jahren hat sich zu ändern. Weißt du was? Worüber diskutieren wir? Na, aber erzähl doch jetzt mal. Guck mal, sind die so vor 1400 Jahren rumgelaufen mit Vans? Ich glaub, kurz die Schuhe gab es nicht. Ja, aber die Boots und ne, Riding Legend gab es auch. Ja, egal. Ja? Erzähl doch mal, was machen wir denn falsch? Es liegt doch nicht an mir zu sagen, was ihr falsch. Nee, du kritisierst ja Nein, hier. Ich kritisiere euch überhaupt nicht. Ja, was leben wir denn falsch? Ich gebe nur ein Statement zu fragen ab. Kritisieren ist nicht meine Aufgabe, das soll die Wissenschaft nicht tun. Ja, was machen wir denn falsch? Ich kann euch nicht sagen, was ihr falsch macht. Ich bin weder Muslim noch bin ich Theologe. Aber du bist doch Islamwissenschaftler. Richtig. Schon. Richtig. Ja? Und ich betrachte Islam aus einem wissenschaftlichen, historisch-kritischen Blickwinkel. Deshalb kann ich mit euch nicht über Glaubensfragen diskutieren. Versteht das doch? Hä, wie kannst du denn hä? Aber wäre es doch nicht besser, wenn du die Religion praktizierst und richtig verstehst? Nein, dann wäre ich ja kein Wissenschaftler mehr, dann wäre ich Theologe. Aber die Wissenschaft kann sich doch auch ändern, kann sich auch irren, oder? Natürlich, das ist ja der Sinn von Wissenschaft. Also du irrst dich gar nicht Nein, in deinem Statement. Du bist richtig, zu 1000%. Niemand ist richtig, das ist der Sinn von dialektischer Wissenschaft, dass es immer falsch sein kann. Das ist der Unterschied zwischen Wissenschaft und Religion. Aber wenn du praktizieren würdest, warum wärst du dann kein Wissenschaftler mehr? Das macht doch gar keinen Sinn. Es gibt doch praktizierende Wissenschaftler. Eben. Natürlich, aber dann sind die Aussagen, dann muss verfälscht, ich oder was? Ob ich Theologe werde oder ob ich Wissenschaft betreibe. Das ist eine andere Herangehensweise. Also bist du auch kein Christ oder so jetzt? Also du bist Atheist, gehe ich jetzt mal stark davon aus. Nein, ich bin Christ. Mohammed, ya Rasul Allah, Mohammed, ya Habib Allah, Mohammed, ya Rasul Allah, ya Habib Allah, ya Nabi Allah, Mohammed. يا رسول الله محمد